FCB News, präsentiert von der größten Sportwettenarena der Welt, bwin. Der FC Bayern ist die Nummer 1 in Europa auf dem Platz und top aktuell auch die wertvollste Marke. Nach Berechnungen des britischen Instituts Brand Finance hat der Champions League-Sieger den bisherigen Spitzenreiter Manchester United von Platz 1 verdrängt und ist mit einem Wert von 669 Millionen Euro die wertvollste Marke im Weltfußball. Hinter Manchester rangieren mit deutlichem Abstand Real Madrid und der FC Barcelona vor den nächsten Premier League-Clubs Chelsea und Arsenal. Der FC Bayern hat also, um in der Wirtschaftssprache zu bleiben, das beste Triple A und will jetzt auch das sportliche Triple durch den Pokalsieg gegen Stuttgart. Was würde das Frontmann Bastian Schweinsteiger bedeuten? Ja, natürlich sehr viel. Es wäre das erste Mal in meiner Karriere, dass ich das Triple holen würde. Ich habe bis dato eigentlich immer nur Doubles geholt und deswegen wäre es was ganz Besonderes für mich, aber ich denke in erster Linie auch für den ganzen Verein. Der Pokal hat natürlich jetzt an Wichtigkeit zugenommen, weil jetzt ist es nicht nur ein Pokal, den man gewinnen kann, sondern jetzt können wir Geschichte schreiben. Dann können die Finanzexperten den FCB-Wert nochmal neu kalkulieren. Schlechtwettergeld ist nicht eingerechnet. Die 6 Grad heute hinderten die Mannschaft aber natürlich nicht an konzentrierter Vorbereitung. Für Samstag sind in Berlin angenehme 22 Grad vorhergesagt. Jupp Heynckes standen alle Spieler zur Verfügung und der Trainer forderte nach dem Auftakt gestern heute akribisches Arbeiten. Franck Ribéry war wie immer voll dabei und klärte nochmal auf, wie es dazu kam, dass in der Nacht der Nächte der Pokal mit im Ehebett lag. Für meine Frau war es so komisch, wenn ich habe genommen diesen Pokal Samstag. Ich sage, was machst du? Ich sage, kein Problem, wir gehen schnell. Und dann, gut, wir haben ein bisschen Fotos zusammen und war gut, war ein gutes, ich weiß nicht, wo es auf Deutsch, Souvenir. Gefühl. Souvenir. Ja, und das ist super. Ja, ich glaube auch so. Für mich ist so dieser Pokal vom Samstag auch so wichtig, muss gewinnen und dann, warum nicht, ich nehme auch diesen Pokal mit meiner Frau. Ja. Der Schalk aus Frankreich, der sich berechtigt Chancen für die Wahl zum Weltfußballer des Jahres ausrechnet, ist nach dem Spiel am Sonntag bereit für ein Gespräch zur Vertragsverlängerung. Karl-Heinz Rummenigge bekräftigt in einem Interview auf fcb.de die Bereitschaft des Club, wie Ribéry immer so herrlich sagt, mit ihm zu verlängern. Außerdem spricht der Vorstandsvorsitzende über Firebeast-Rekorde und vieles mehr sehr zu empfehlen. Und noch eine Personalie, Peter Hermann wird zur neuen Saison für Schalke 04 als Co-Trainer arbeiten. Hermann war dann 2 Jahre lang ein großartiger Assistent von Jupp Heynckes. Alles Gute schon mal dir, lieber Peter. Morgen ist er noch hier und dann wir sowieso. Servus.